So. Na, dann würde ich mal sagen. Nee, ich glaube, das J ist noch zu ausgegraut, als dass es schon verfügbar ist. Wahrscheinlich erst nächsten Morgen, dann gehen wir nochmal eine Runde pennen. Und dann schauen wir mal, was der gute Jake sagt. Heißt er jetzt Jake oder Jack? Ich verpeil's immer wieder, sorry. Tut mir leid. Heißt er denn jetzt? Mal hören jetzt gleich. Ich glaube Jake, ne? Jake Marston. Shut up. Wer mit der... Ich hab keine Ahnung, was ist schon? Das ging zu schnell. John! John! What is it, old man? It's Jack. The kid. The kid. Well, I just saw him out in the valley. Seems your tales of hunting got the better of him. He said he was going up to the pass, track down that grizzly that's been seen up there. Kid can't hunt a grizzly. Thing will eat him alive. I know. I tried to stop him. But you're worthless as a lawyer at a lynching. Damn you, old man. This is my son. Anything happens to him, you'll wish it was you that bear attacked. Hä, aber wenn er doch probiert hat, ihn aufzuhalten und er lässt sich nicht aufhalten. Hä? WTF? Sorry, aber da kann der alte Mann jetzt nichts für, wenn das Blag irgendwie bescheuert in der Birne ist. Also, ist mein Gedanke. Im Morgengrauen, auf Richtung Tal. Rufus, du musst jetzt hier uns leiten, ne? Wo geht's lang, Bruder? Du musst uns führen, Mann. Where's Jack? Okay. Vielleicht darf ich nicht zu schnell reiten. Sonst kommt der Hund nicht hinterher. Lass ihn mal ein bisschen vorreiten. Mhm. Hier am Wasser ist er dann gelaufen, alles klar. Wow. Find Jack, Rufus. Und der Sohn heißt übrigens Jack, nicht Jake. Vielleicht merke ich es mir jetzt endlich mal. Ich glaube aber nicht. Dann wäre ich ein guter Let's Player. Es sind übrigens die schönsten Dialoge mit Rufus, ne? Ach, guck mal, die Ziege hier hilft mit. Altes Steinbock. Steinbock war es, keine Ziege, war ein Steinbock. Das sind übrigens die schönsten Dialoge, ne, mit dem Hund. Lass, lass, lass. Komm schon, Rufus, Mann, du bist doch ein guter Hund. Willst du doch ein Leckerli haben, oder? Find Jack, Rufus! Na, er schnüffelt, der schnüffelt, der schnüffelt. Can you hear me, Jack? Jack! You up here? Okay, er ist tatsächlich hier hochgegangen. Was für ein Idiot, Alter. Was ist los mit dem? Ja, ja, Entschuldigung. Der ist doch nicht tatsächlich hier hochgestiefelt, Alter. Was ist los mit dem? Oh, wie geil, Alter. Guck mal. Toll. Okay, wir kämpfen jetzt tatsächlich gegen den Grizzly, alles klar. Don't move! Keep your head down! What the hell were you thinking going off on your own? You're just a boy! No, I'm not! I can skin an elk, rake horses! Come on, let's get you home! Thank you.
hold tight. You all right? Mann, Jake, Alter, was ist schief mit dir? I think so. You're lucky to be alive, you stupid boy. What did I tell you about going off by yourself? I go off by myself plenty. You just don't know about it. You're never around. So this is my fault? You disobeyed me. I was trying to prove myself. Prove what? By getting yourself killed? You're always telling me I read too many books, that I'm not a real man. I never said that. I just thought if I could do something you'd like, maybe you wouldn't go away again. Son, I ain't going anywhere. And believe me, neither are you for a real long time. Okay, Jake wollte uns imponieren und wollte so sein, wie wir sind. Tja, lieber Jake, der Unterschied zwischen uns beiden ist, wir haben den Bären erledigt. What's your mother gonna say? I'm sorry, Paul. Please don't be angry. I ain't angry. I'm disappointed. Don't you ever run off on your own like that again. All right, I told you I was sorry. What would have happened if I hadn't come along? I don't know. I'd probably be dead. You'd be a pile of bones right now. What would you care? I'm just a nuisance to you anyway. That ain't true, Jack. I'd do anything for you. You know that. I guess there's only room for one hero in this family. Trust me, son. I ain't no hero. I'm just glad you're safe. Was ist los mit dem Jungen? Was hat der denn? Hat der? Ist er bipolar? Ja. Oder hat er zwei? Der hat doch mehrere Persönlichkeiten, der Typ. Oh, Entschuldigung, Dad, es tut mir so leid. Es gibt wohl nur Platz für einen Helden in dieser Familie. What were you thinking? You've only been hunting twice. I'm not a little kid anymore. What were you doing at my age? Bad things. Things nobody should do. But your mom and me, we didn't have what you have. Yeah, I know. I should be grateful. I'm not asking you to be grateful. I'm asking you to do what I say before you get yourself killed. It's always one set of rules for you, and another set for everybody else. You think I don't know what you did back in the old days? I'm not stupid. You could have fooled me. You think I didn't sit up and listen to Dutch and Bill telling all those stories? You think I don't know who you are? It ain't no secret I didn't get these scars falling over in church. But nobody tells me anything. You and Mom pretend like nothing happened. We just want a better life for you, son. Now rest. We'll have you home soon. I'm sorry I made you worry, Paul. Don't be too eager to grow up, son. Ain't as much fun as it looks. When you're ready to hunt bears, I'll take you. Wenn er sich bis dahin nicht selbst irgendwie umgebracht hat, dann ja. Auf jeden Fall. Huch! Und schon ist er wegteleportiert für immer. So, und da wir hier schon sind, direkt bei Jake, die nächste Mission, let's go! Der letzte Feind, der entmachtet wird. Oh oh, da steht doch was mit der letzte, ich hab Angst. Hey Paul. Need a hand with that? No sir, I got it. Looks like you have. You know, you're real good with them tools. Thank you, Paul. We'll make this land real nice one day. Me and your mother will do our part. By the time your turn comes, hell, this could be the nicest farm in the county. Maybe, Paul.
beaten by some animal. Very funny, Paul. Thank you, son. Soon it'll be quail season. We should have some fun then. Is there anything you don't like shooting, Paul? Well, I ain't met the thing yet, but as soon as I do, I'll let you know. You can even put it in one of them books you read. Yeah, maybe I'll do that. The day John Marston stops shooting. Now, I ain't no literary man, but I don't think that'll sell. People like shooting in them things. I think you may be right there, Paul. So, you ever hear talk about them machines that can make a man fly? Well, sure, Paul. Everybody knows about that. You know they're gonna be bringing one of those machines around the country next year for a demonstration? One of them machines can turn men into angels. One of them machines can turn men into angels. John, come here! John, come here, quick! Take a look at that. Jack, go into the house, lock all the doors. Whatever happens, don't come outside. You hear me? Whatever happens. Okay. Come here, son. Whatever happens, keep the doors locked and your mother inside. Promise me, son. Promise me. Who is it, Pa? It's just some old friends. Me and Uncle take care of it. Now you go inside and you keep the doors and the windows locked. I hear you. Then run! Yeah, run, boy. Well, old man, looks like things is about to get settled once and for all. So it seems. Let's go! Come on, ach du Scheiße. I'm gonna need you to help me hold them all. Erledige die Soldaten. Na prima. Boah. Besser. Come on now! I'm taking you all down with me! Alter. Okay, die Knarre hier ist echt mega, Alter. Die sind One-Shot, die Typen, wenn die hierher kommen. Okay, sehr gut. Das waren die ersten. Begib dich zum Haus. Okay. Ich hoffe aber mal, dass nicht eine zweite Gruppe irgendwie von hinten kam oder so. Go check. What are we gonna do now? What's wrong? What's happened? Stay inside, you hear? Like I said, there'll be more coming. Das ist doch nicht sein Ernst, oder? I don't know, son. Whatever it is, it ends here. Alter, wie viele sind das? No, I ain't gonna let that happen. Government crook! Jeez! Ach du Scheiße. Nein! Uncle, are you alright? Oh, mitten ins Herz. Die Dreckschweine. Warte mal. Auf! Oh fuck, von der anderen Seite. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Alter! Ja, hier ist noch einer da. Sehr gut. Okay, ein Nachzügler kommt da hinten noch. Wo ist er? Da. Okay, wir gehen jetzt mal gucken, was der Onkel macht. Boah, den hat es natürlich voll ins Herz getroffen, ne? Ich glaube nicht, dass er das überleben wird. Fuck. Hang in there, Onkel! I'm gonna get you out of here safe! Ain't time, John. Ain't gonna make it off this porch anyhow.
You take Jack and Abbott. Take them and don't worry about me. Just get them out of here. No! Uncle, please! Oh my God! They killed him! Come on, son! Ain't nothing we can do for him now! We're leaving the farm. I'll watch from the silo. You two go to the barn. Get the horses ready. John! I'll meet you there! We'll make a run for the barn! Stay close, keep your eyes open! Oh. Da kommen ja wieder welche. God damn it! Hä, wieso treffen die so gut? That's too damn close! Don't move a damn muscle! This is what happened, partner! None of you bastards are leaving here alive! Junge, Junge, Junge. Auf jetzt! Stay down! Nobody moves till I say so! Aber wer zum Teufel ist das? Gibt deine Familie zu Fuß oder vom Silo aus Feuerschutz? Wir gehen auf Silo, glaube ich, oder? Run for the barn. Let's go. Move. Oh fuck, wie sollen wir denn so schnell hochkommen? Now go! Go! Now! Quick! Run oh, lol! That's it! Give him hell, son! Kann doch nicht sein, wie soll ich denn so schnell hochkommen? Keep your eyes open! Nur die Schweine. Don't waste time, da ist noch einer. You'll hit something! Alright, you're covered! Now go! Go! Stay away from my family! Was wollen die und wer ist das vor allem? Pisser. Okay. Sehr gut. Okay, let's go. Na los, na los, na los. Horse, get out of here. Go find a place to hide. You're coming with us, Paul. I'll catch up. You keep riding and don't look back. And don't be worried about me, you hear? Now get going. You stay out of trouble, John. Ain't no trouble, Abigail. Ain't no trouble. I love you. I love you. Now go. Get. Hä? Alter, wie scary war das denn? Wie scary ist das? Oh Gott. Geh doch durch die andere Tür. Warum geht er nicht durch die andere Tür? Ich versteh's nicht. Alter. Du miese Drecksau. Alte, miese Drecksau.
Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das kann er. Nee. Did you hear that? Jack, we have to go back for Pa. Let's go! Kehre zur Farm zurück. Oh nein, das ist eine scheiß Idee, Mann. Hört auf damit. Das ist eine ganz, ganz extreme Scheißidee. Das solltet ihr nicht machen. Oh mein Gott, was ist da? WTF, was ist denn da los? Warum haben die denn... Warum? Warum? Ich versteh's einfach nicht. Ach du Scheiße. Ach, krass. Oh, yeah. Ach, krass, der ist auf die Mutter gestorben. 3 Jahre später. Oh, krass. Da ist auch die Mutter von ihm gestorben? Okay, wo sind die denn begraben? Sind die... Ah, die sind auf der Farm begraben, ne? Oh, krass. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir jetzt? Geschäfte haben neue Utensilien, wo gehen wir hin? Was ist unser Ziel? Wir sind halt eben wirklich, wir sind Jack Marston jetzt. Aber... Was ist unser Ziel? Haben wir überhaupt ein Ziel? Müssen wir irgendwo hin? Oder haben wir jetzt einfach nur... Geht's jetzt einfach nur mit Jack Marston weiter? Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Hier muss doch noch... Wir müssen doch noch irgendwie Rache an den Bastarden nehmen, oder? So, liebe Freunde, ich bin jetzt nochmal... Ich habe mich nochmal ein bisschen schlau gelesen und es gibt hier tatsächlich... Das ist auf der Karte nicht markiert gewesen. Es gibt... Weil ich jetzt so überrascht war, dass es hier überhaupt gar kein Ende so richtig gibt. Und es gibt wohl doch ein Ende, zumindest eine Epilog-Mission, die wir hier mit Jack Marston absolvieren können. Und zwar bei diesem Fragezeichen hier an der Blackwater Station... In Blackwater. Und da gibt es diesen jungen Mann, der hier steht. Und mit dem quatschen wir jetzt mal. Und starten die finale, letzte Mission von Red Dead Redemption. Hello, sir. You work with the government? You one of them agents? Sure, son. Why you ask? Did you work with a man named Edgar Ross? I have something for him. Edgar Ross? No, but well knew of him. A fine man if you want the results. Won himself a chest full of medals. I think he went and retired about a year ago. Last I heard, him and his wife moved out to a cabin on Lake Don Julio. Lucky guy, getting to take it easy. He's fighting crime in this dump, that's for sure. Well, thank you for the information, mister. Findet die Frau von Edgar Ross in der Nähe des Lake Don Julio. Okay, da gucken wir uns doch gleich mal um. Hier, oder was? Ist das das?
Ne, das ist doch nicht Lake Don Julio, oder? Nee, das sind irgendwelche Frauen, irgendwelche Fragezeichen. Warte mal, ist das hier? Denk an meine Familie, alles klar. Alter, ja, moin, das ist ja 300.000 Kilometer weit weg. Okay, wir brauchen unseren Gaul, beziehungsweise ich werde mal gucken, dass wir zur Postkutsche kommen. Und ein Bretter war da eben zu Fuß hin. Ach, warte, die Postkutsche ist da hinten. Moment. Paul, ich brauche dich doch nicht, warte. Naja, danke, danke, du bist ein super Typ. Thanks for the informations. Nein! Scheiße! Okay, müssen wir doch zu Fuß gehen, wa? Toll! Okay, müssen wir doch zur nächsten Postkutsche. Erstmal selber reiten. Ich muss sagen, also das Ende hat mich sehr schockiert und tatsächlich auch sehr emotional mitgenommen. Aber ich muss gleichzeitig sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von der Aufmachung. Ich meine, so schlecht war Red Dead Redemption jetzt nicht inszeniert. Aber dass man jetzt selbst suchen muss, wo quasi die Abspannmission kommt, dass man nicht immer irgendwie Credits bekommt oder irgendwie so ein bisschen was von der epischen Mucke und so, weiß ich nicht. Also da hätte ich mir doch schon ein bisschen mehr erhofft, muss ich sagen. Dass das ein bisschen epischer einfach wird. Ich meine, wir haben mit John Marston jetzt mal eben, wie viele Stunden, ich weiß es nicht, gespielt, kennen und lieben gelernt. Und da passiert, und dann stirbt dieser Hauptcharakter einfach, dieser krasse Hauptcharakter, der absolut cool war und auch echt für den Spieler eben wirkte schon so ein bisschen wie so ein Sympath. Und dann ist das einfach eine Szene, wo abgeknallt wird, wo diese fette Sau mit seiner scheiß Zigarre eine raucht und dann ist fertig. Dann ist plötzlich Jack Marston da. Dann sind wir plötzlich der Haufen Jack Marston. Eine Sequenz weiter. Wir sehen, dass Abigail noch gestorben ist. Und wieder absolut nichts Episches. Absolut nichts, wo man jetzt sagen könnte, wow, das nimmt mich so mit und das ist emotional so krass. Und das, obwohl man ja eigentlich mit dieser ganzen Mucke und so, die immer eingespielt wurde, ob das jetzt in Mexiko war oder nachdem wir eben nach, oder wo wir halt zurück nach Hause gekommen sind. Also eigentlich, ne, weiß der Rockstar Games, wie das geht. Das habe ich nicht verstanden jetzt, muss ich sagen. Sehr, sehr kurios. Kurioses Ende irgendwie. Ja, kurios. Das ist das einzige Wort, was mir einfällt. Und ich finde es halt doch irgendwie recht schade. Aber ist schon lustig, dass der fette Ross sich nach Dings vertrieben hat hier, ne? Nach Mexiko, dass der sich da einfach mal niedergesetzt hat. Ich glaube, der hat hier in den USA ziemlich viele Feinde am Ende gehabt. Deswegen ist die fette Sau wahrscheinlich auch nach New Mexico gegangen. Aber da werden wir ihm jetzt mal einen ganz, ganz netten Besuch abstatten. Ich will ungern seine Frau töten. Ich möchte aber ihn töten. Und ich möchte, dass er auf die gleiche Art und Weise stirbt wie der Vater, wie John Marston. Und ich möchte, dass die Frau genau das durchmacht, was unsere Mutter durchgemacht hat, was wir durchgemacht haben. Wir leben in einem Land der Vergeltung, in einem Zeitalter der Vergeltung, und da ist das absolut in Ordnung. In echt würde das wahrscheinlich niemand mehr machen. Guck mal, jetzt sieht so geil aus, ne? Ja, in echt würde das, wie gesagt, wahrscheinlich keiner mehr machen. Aber... Oh fuck, ich hätte abbiegen müssen. Shit! Warte mal. Scheiß Navi. Hat mir zu spät Bescheid gesagt. Hier geht's runter. Ach, guck mal hier. Lull. Huch! Oh, hier ist viel los auf der Hauptstraße, wa? Wie gesagt, Edgar Ross muss dafür bluten, was er getan hat. Und ich hätte gerne mal den Grund gewusst, warum. Er hatte doch alles. Es war doch alles in Ordnung. John Marston war zurück auf der Farm. Wir haben uns wir haben nicht die Gesetzlosen angegriffen. Wir haben uns für die Herde entschlossen, der wir helfen. Beziehungsweise um die wir uns kümmern. Wir haben niemandem was getan. Wirklich niemandem. Und trotzdem hat uns die US-amerikanische Regierung aus dem Weg räumen lassen. Und ich hab's noch gesagt. Die haben John Marston einfach nur benutzt, weil sie ihre eigenen Scheiße da nicht sortiert gekriegt haben, weil sie die Bande um Bill Williamson und Escuela und sowas niemals hätten gefangen nehmen können, weil die einfach viel zu dumm und viel zu schlecht dafür waren. Und sie haben John Marston benutzt, ihn gegen seine Bande ausgespielt, ihn mit seiner Familie gedroht, seine Familie gefangen genommen, das ist echt mies. Das ist eine ganz, ganz, egal was John Marston je in seinem Leben gemacht hat, das ist eine ganz, ganz miese Masche gewesen. Und dann haben sie ihn
nachdem er sein Leben gesortiert hatte, nachdem John Marston zurück war, nachdem seine Familie glücklich war, er glücklich war, haben sie ihn kaltblütig hingerichtet vor der Scheune. Dreckspack. Elendes. Einfach nur elendes Dreckspack. Naja. Wie gesagt, wir sind hier, wir sind bereit für Vergeltung und genau das wird gleich passieren. Sie wären schon in Mexiko. Oh. Ach, das ist gar nicht in Mexiko, das ist... Hä? Ach, das... Okay, 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 krass, das ist gar nicht in Mexiko. Ich dachte, das wäre in Mexiko. Hab ich scheiße geschnackt, wa? Das hätte mich jetzt auch schwer gewundert, wenn der sich nach Mexiko abgesetzt hätte, ganz ehrlich. Ah, da drüben, ich sehe das Häuschen schon von ihr. Von Familie Ross. Und ich freue mich jetzt schon, wenn wir gleich dem sein Gesicht sehen. Oh, das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. So, hier links rum. Oh ja, warte mal, hier links nur links. Tatsächlich. Hier links rum. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, wo wir hinreiten. War denn die Butze von dem? Ah, da unten. Alles klar. Hat er sich ein schönes Anwesen da gekauft. Ah ja. Hallo, Miss Ross. Ist Ihr Mann zu Hause? How do you do? Excuse me, ma'am. Hello, young man. Hi. What are you doing out here? Are you out visiting the lake with your family? No, ma'am. I was looking to deliver a letter to Edgar Ross. Oh, that husband of mine. That bureau just won't get its talons out of him, even though he's retired. Edgar gave them some of the best years of his life. They ought to let him retire in peace. They'll not rest till they've killed him with worry, and he's such a sensitive man. I'm sorry, I shouldn't get so angry. I don't suppose any of this is your fault. There's no need to worry about him nowadays. Well, where is he? He and his brother Philip went hunting on the south side of the San Luis River. Be careful crossing over. They were saying it was dangerous. I sure will, ma'am. And don't worry about a thing. I'm sure your husband will be just fine. Sucht die Gebrüder Ross in der Nähe des Rio del Toro. Wo ist der Rio del Toro? Da ist der Rio del Toro. Ach komm, wie weit das schon wieder ist, ne? Mann. Kilometer weit ist das hier schon wieder, nicht? Aber gut. Nichts hält uns von unseren Plänen ab. Oh, aber wenn da die Gebrüder Ross sind, dann können wir wohl zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, ne? Ja, lass die mal machen. Kommt da jetzt mal nicht dazu. Wir haben nur ein Ziel. Das sind die Gebrüder Ross. Wie weit ist es denn? Boah, okay, wir müssen tatsächlich... Jetzt müssen wir wirklich nach Mexiko rüber. Oh fuck, oh fuck. Oh, was für steile Kurven hier. Da kommst du ja ohne Servolenkung gar nicht rum. Okay, dann geht's hier rum. Ui. Oh, guck mal, ein Reh. War das ein Reh? Ich glaube, das war ein Reh, oder? It's me, fucker. I'm a roe. What do you want for me? So. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade, dass das nicht eine, die letzte Hauptmission quasi ist. Dass man eben Rache an seinem Vater nimmt. Ich meine, das gehört doch dazu. Das ist fucking Wild West, Mann. Das gehört einfach sowas von dazu. Ach, guck mal hier. Wisst ihr noch damals? Ist das nicht das, wo wir... Fort Mercer, ja genau. Wo wir mit der fetten Gatling Gun und mit Dingens hier. Was? Ziel.
Okay, warte mal, das ist Geld. Vielleicht sollten wir das mal machen. Und was willst du? Hey amigo, my name is Leon. Can you help me get into the fort? A gang is using it as a hideout, and there's a lot of stolen money. We should be able to get in over that wall. You look stronger than me. Climb over and then find a way to let me in. Okay, kletter über die Mauer. Über welche Mauer? Ach, du meinst hier über die Kiste oder was? Ja, da komme ich doch aber selbst nicht hoch. Das ist doch viel zu. Ach so. Oh, warum nicht ein bisschen Übung? Ein bisschen Übung ist doch nicht verkehrt, oder? Ups. So. Ey. Immer schön locker bleiben, Freunde. Oh, ich sehe deinen Hut. Ich sehe deinen Hut. Amigos. Amigos. Hä, wo ist denn hier einer? Hä? Egal. Amigos. Können wir in Deckung gehen? Ach, das ist nur eine Nutte, okay. Zack. Da sind die, alles klar, um die Ecke rum. Ja gut, um die Ecke kann ich ja nun nicht gucken, ne? Kann sagen, wenn ich die Nutte jetzt töte, ne? Deswegen, oh, der war schön. Woo. Na? Wow. Viva la Mexico. Ach, guck mal, der Dicke hier. Komm, ich helf dir. Sehr schön. Hier liegt den Anführer der Bandito-Bande. Wo ist der? Okay. So, wer wäre jetzt der Anführer von denen? Ist egal, oder was? Oh, wir nehmen gerade noch die Muni hier mit. Semi-automatische Pistole. Oh, wir haben eine semi-automatische Pistole jetzt. Cool. Komm, dann machen wir die Tür auf. Come in. Hat er jetzt nicht selber von außen gekonnt, oder was? Thank you. Now come on. This gang will not give up without a fight. Geh in die Schatzkammer. Okay. Du, ich habe eigentlich anderes jetzt zu tun, ne? Ich wollte jetzt eigentlich nicht hier reinlassen, damit ist gut. Hey, what the? Entschuldigung. Okay. It looks like these chests are all that is left. You can have whatever is in there. I will look around for what I need. Jo. Mach mal. Oh, wir haben Fort Mercer abgeschlossen. Ach, cool. Oh, wir haben über 1000 Dollar, Alter. Nice. Das Ding ist, Fort Mercer ist halt was ganz Besonderes. Fort Mercer ist was ganz Besonderes, weil es halt der erste Ort war, wo wir mit John Marston quasi hingegangen sind. Es war der Ort, an dem wir mit unserer kompletten Bande, die wir uns dann über die Zeit zusammengesucht haben, sozusagen formiert haben und haben gegen die verheerenden Kräfte von Bill Williamson angetreten, mit der Gatling Gun und allem. Ist halt schon ein ganz wichtiger Ort, deswegen ist es so zum Abschluss jetzt nochmal ganz cool. Ja, dass wir dieses Versteck da jetzt noch gemacht haben, dieses Bandenversteck. Davon kann man halt jetzt noch hier jede Menge machen. Es gibt auch noch jede Menge Nebenmissionen, die man machen könnte. So mit Fragezeichen und sowas. Aber ich weiß halt nicht. Ich meine, Red Dead Redemption 2 kommt halt jetzt raus, ne? Man könnte jetzt natürlich hier jetzt noch sagen, okay, wir zocken das jetzt erstmal noch weiter, weil jetzt jeder Red Dead Redemption 2 spielt. Da könnte man jetzt natürlich easy peasy sagen, ach komm, wir machen hier jetzt erstmal noch weiter. Und zocken danach Red Dead Redemption 2, weil wie gesagt, es wird jetzt A, jeder selbst spielen und B, wird wahrscheinlich jeder Let's Play Channel davon vollgeschissen sein, weil es halt jeder zockt. Ne, kann ich gerade nicht. Ich muss jetzt was erledigen. Ich würde dir echt gerne helfen. Aber jetzt gerade nicht. Ich habe jetzt wirklich was zu tun. Und so was wirklich Wichtiges. Ja.
Sind wir schon auf der mexikanischen Seite jetzt? Nee, ne? Ah, wir kommen mal gleich. Okay, da vorne kommt gleich die Brücke. Und da geht's dann rüber. Ja, wie gesagt, vielleicht mache ich dann einfach nochmal so eine Umfrage auf YouTube oder sowas. Auf YouTube und Twitter, dass ich da einfach nochmal so eine kleine Umfrage mache und wir vielleicht einfach nochmal gemeinsam gucken, was halt mehr Sinn machen würde. Ich würde halt auch gerne noch ein bisschen die Welt hier erkunden und die ganzen Fragezeichen halt noch erledigen. Das wäre an sich schon noch ganz cool. Ich weiß ja nicht, ob ihr da Bock drauf hättet. Ich glaube, ich mache eine Umfrage. Mal gucken. So, wir müssten jetzt dann gleich da sein. Um endlich das beenden zu können, was unser Vater gestartet hat. Und ich weiß, der Ross ist... Natürlich ist Ross im Ruhestand, aber ganz ehrlich, das schmälert ja seine Tat nicht. Ist einfach so. Und die Frau wird wahrscheinlich denken, hey... Mein Mann ist irgendwann bei der Jagd ums Leben gekommen, weil er vom Jäger zum Gejagten wurde. Naja. Sieh mal einer an. Das ging ja dann doch schneller als gedacht. Na komm, nimm die. Hey there, mister. How's the hunting? Well, pretty good, son. Got me a few rabbits, coyote, elk. Still looking for some trophies for the parlor. I've got a letter here for Edgar Ross. You know him? I heard he was down in these parts with his wife. Of course I know him. He's my brother. Gone down river, duck hunt. Must be a pretty important letter to have come all this way. Oh, yes, sir. Real important. I'll be on my way home as soon as I deliver this message. You best be off then. Just don't get on his bad side. He's got a filthy temper. Okay. Können wir da hinlaufen oder ist das zu weit? Was ist denn das ungefähr? Geht eigentlich, ne? Welche Richtung ist denn das jetzt? Oh, wir laufen in die falsche Richtung. Alles klar, es ist hier runter. Oder? Ja. Na komm, wir laufen nochmal hin. So weit ist das ja nicht. Okay. Darauf noch unser Pferd. Gaul, komm ran! Alter! Na, du Mistvieh. So, Paul, kommst du mal ran jetzt? Wir müssen gehen. Komm. Let's fucking go. So, mal gucken, ob wir Edgar jetzt finden. Ich habe keine Ahnung. Ah ja. Ich habe ihn schon schießen gehört gerade. Excuse me. You Edgar Ross? Do I know you? Forgive me for startling you, sir. I have a message for you. My name is Jack Marston. You knew my father. I see. I remember your father. I've come for you, Ross. And you, boy, have sure shit found me. You killed my father. Your father killed himself with the life he lived. You killed him. I saw you. You keep saying that. You sent him to do your dirty work. Then you shot him like a dog. And I'll shoot you like one too, you little piece of trash. Now get out of here before I kill you as well. I ain't going nowhere, old man. Och nö, warum denn so? Ich will ihn so abknallen. Ich will ihm eine Kugel nach der anderen ins Gesicht jagen. Ging das nochmal mit R, ne? Mit dem hier, glaube ich.
Schmorn der Hölle, du alte Drecksau. Red Dead Redemption. Und jetzt kriegen wir, glaube ich, die Credits. Kann das sein? Aha. Rockstar San Diego. Alles klar. Okay, ich habe mich ja vorhin schon... weitreichend zum Ende geäußert. Ich muss sagen, dass man sonst so gar keinen Hinweis bekommen hat, wo diese letzte Mission stattfindet. Ich habe das jetzt wirklich nur durchs Internet gelesen, weil ich mich da ein bisschen schlau gelesen habe. Ich finde das ein bisschen schade, ja. Das hätte von mir aus ruhig die letzte Mission sein können. Ja, dass wir Rache an unserem Vater nehmen. Wie gesagt, wir leben in einem Land, zu der Zeit da zumindest, in einem Land der Vergeltung, in einem Zeitalter der Rache. Ja. Und deswegen finde ich das ein bisschen schade. Ja. Ansonsten habe ich mich zum Ende geäußert. Ein sehr schockierendes, sehr emotionales Ende. Aber ein unglaublich tolles Spiel. Red Dead Redemption, ein unglaublich tolles Spiel. Ich muss persönlich von mir sagen, ich bin kein großer Western-Fan. Ja, also ich kann mit Western-Filmen an sich nichts anfangen. Und eigentlich mit dem Genre auch nicht. Aber es ist halt einfach ein fucking Rockstar-Produkt. Und Rockstar-Games sind einfach besonders und vor allem besonders toll. Und jetzt erscheint bald Red Dead Redemption 2. Wie gesagt, ich werde eine Umfrage machen, ob wir das hier noch ein bisschen weiter zocken oder ob wir uns direkt ins neue Abenteuer wagen sollen. Ich weiß es noch nicht. Das werden wir dann einfach mal sehen. Und ansonsten, liebe Freunde, bedanke ich mich natürlich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Es war mir eine große Freude. Das Spiel hat eine Menge, Menge Spaß gemacht. Und naja, ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Projekt oder bei einem der nächsten Projekte mit dabei seid. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Ich bedanke mich für eure jahrelange Treue, dass ihr immer mit dabei seid auf so vielen Reisen, die wir schon gemeinsam durchlebt haben. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen und wunderschönen Tag. Liebe Freunde, macht's gut. Bis dahin. Und haut rein. Danke. To fight.
Thank you.
Thank you.